riesiger Leinwand direkt vor Ort, vor dem Gabriele-Münter-Haus in Murnau. Für dieses Bild ist kein Aufwand zu groß. Es zeigt 6 Künstler, die Murnau vor gut 100 Jahren in die Kunstgeschichte gemalt haben. Kandinsky, Macke, Marc und Co., die Maler des Blauen Reiter. Demnächst mal ich in Vermeer und in Caravaggio, da kann man von einer Herausforderung sprechen. Das ist schon zu simpel. Ne? Außerdem habe ich so viele Blaue Reiter gemalt, da bin ich ja fast blind malen. Ne? Doch dieser Mann hat eine Idee in die Welt gesetzt, die den Meisterimitator noch mal zum Blauen Reiter führt. Christian Zott will nämlich ein einzigartiges Museum gründen. Ein Museum, das die wichtigsten Kunstepochen der letzten 2000 Jahre zeigt. In Gemälden von Wolfgang Petracchi. Wissen Sie, ich habe dann gesagt, jetzt machst endlich was Entspanntes, nachdem du 30 Jahre in meinem eigenen Unternehmen um die Welt gesegelt bist, habe ich gesagt, jetzt machst mal was Entspanntes. Und es ist gar nicht entspannt. Ja, wir sind schon jetzt schon in Zeitdruck. Ne? Wir haben so viele Bilder zu machen. 23 neu komponierte Epochenbilder sollen entstehen. Eines davon ist das Gruppenbild des Blauen Reiter. Die sitzen im Atelier und malen das Münterhaus. Also auf jedem Bild ist nachher diese Sicht aus verschiedenen Winkeln auf das Münterhaus in der Handschrift des jeweiligen Malers. 6 verschiedene Malstile in einem Bild. Es ist, als ob Wolfgang Petracchi sein Lebenswerk krönen möchte. Er, der seit Jahrzehnten Maler aller Epochen imitiert, die großen Meister bis zum Handwerkszeug kennt. Jawlensky hat zum Beispiel immer gerne mit so sehr langen Pinseln gemalt. Der hatte immer solche Pinsel, so lange. Wahrscheinlich fand er das künstlerischer irgendwie, oder? Er hat gedacht, man müsste das machen. Ich meine, irgendwo müsste ich vielleicht noch ein bisschen schwarz haben. Jetzt macht er es eben noch einmal, malt noch einmal im Stil des Blauen Reiter, den er schon so oft imitiert hat, weil sich die Bilder ebenso, wie viele andere auch, sehr gut verkauft haben. Damals, als Petracchi die Bilder noch mit gefälschten Unterschriften versah, bevor er 2011 als größter Kunstfälscher aller Zeit verurteilt wurde. Viele Experten, die seine Bilder für echt hielten, wollen bis heute nichts mehr mit ihm zu tun haben. Viele haben ja immer nachgesagt, ich hätte nur klassische Moderne gemalt. Das natürlich nicht stimmt. Ne? Ich habe quer durch alle Jahrhunderte gearbeitet. Das Christian-Zott-Museum soll schon bald am Rande von Unterammergau entstehen, dem Geburtsort des Mäzen. Ohne Petracchi wäre es undenkbar. Wer kann schon so viele große Meister so perfekt imitieren und dabei auch noch ganz eigene Geschichten erzählen? So ein Gruppenbild haben die Blauen Reiter nämlich selbst nie gemalt.